Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier auf dem Channel, auf dem nichts los ist und den keiner kennt, vor der Kamera und hinter dem Mikrofon, euer René, und ich bin heute noch immer unrasiert, ganz bartmäßig halt nur. Und ich begrüße euch heute natürlich recht herzlich hier auf meinem Channel, auf dem nichts los ist und den keiner kennt, bei einer neuen Runde Euro Truck Simulator 2. Ich befinde mich in meinem zweiten Profil. Und ich habe mir dort mal vorgenommen, jetzt wirklich nur die Just for Fun Logistics vorzubereiten und reinzubauen. In meinem Offline-Profil sozusagen, ganz neu, natürlich, ne? Ich habe hier den Scania T wieder mit am Start und ich fahre heute eine Ladung nach Helsingborg, nach Schweden. Und das Ganze hier von Rostock aus. Also wir machen eine kleine Tour, mal schauen, vielleicht machen wir eine schwedische Tour, eine Tour nach Schweden oder in Schweden, eine skandinavische Tour vielleicht, mal schauen, ne? Online mache ich ja die Italien-Tour sozusagen, offline können wir ja die schwedische Tour, die Skandinavien-Tour machen. Bleibt dran, seid gespannt, wie es hier weitergeht. Nach dem Intro geht es los. Nach dem Intro müssen wir hier erstmal das Ganze hier anfangen und starten. Mach mal ein bisschen Licht. Jo, ein bisschen. Ja, heute das Kabel nicht durchgezogen, das Hemd. Jo, just for fun Logistics. Kann man hier ganz gut lesen, just for fun Logistics. Justusgasse 1, da oben habe ich es auch nochmal stehen. Natürlich mit am Start, hier ist hier mein Lenkradknauf, meine Lenkhilfe. In den letzten Tagen, Folgen und so weiter. No. Auch schon praktiziert. Ja, ohne Facecam, nur Dashcam am Start. Jo, was haltet ihr vom Oregon DLC, welches ich euch letztens vorgestellt habe? Ich muss mir übrigens noch irgendwie noch schauen, wie ich die Just for Fun Logistics auf dem Trailer drauf kriege. Die Schenker.
Wenn es denn weiß. Ja, wir fahren chemisches Sorptionsmittel. 11 Tonnen sind das. Von Rostock nach Helsingborg. Ungefähre Fahrzeit 5 Stunden 57 Minuten. Da ist noch unsere Laderampe, meine Laderampe, die ich anfahren darf. Oder muss, besser gesagt. Super! Super toll, komme ich gleich mal ran hier. Na perfekto. Das habe ich auch nicht gesehen. Laden wir mal auf. So, wir haben die Fracht geladen. Ich habe mir hier auch noch ein bisschen was anderes eingestellt. Und zwar, ich habe mir hier die Mühe gemacht, die Geschwindigkeitsbegrenzungen ein bisschen abzuändern. So, dafür nehme ich mal das hier auch in Kauf hier. Ne? So, man sieht auch mal hier auf jeden Fall die 50 km/h innerorts im Stadtgebiet. Mal die 50 km vorgeschrieben ist. Ich bin mir noch nicht sicher, wie das ganz genau geht. Und zwar, ich habe es mir jetzt so gemacht, dass das Speed Limit um 5 bis 10 km über dem liegt, was normal ist. So, Deutschland dürfte ich ja auf der Landstraße 60 fahren, habe ich mir jetzt hier mal auf 65 gestellt. Hört sich zumindest für mich, meiner Meinung nach, logisch an, dass so ein LKW keine 60, sondern 65 oder 70 werden. Auf der Autobahn fahren die meisten doch immer so die 89, 90 km, habe ich mir jetzt hier auch so eingestellt. Es geht mir einfach nur darum, dass ich hier ein bisschen realistischer fahren möchte, mit realistischeren Geschwindigkeitsbereichen. Geschwindigkeit, normalerweise 80 in Deutschland, mir auf 90 umgestellt. Toleranzgeschwindigkeiten, wo die Polizei
das war mal das hier, was ich euch zeigen wollte. Mit den Geschwindigkeiten. Und jetzt kontrollieren. Und jetzt versuchen wir hier mal nur über das Navigationssystem auf der linken Seite zu fahren. Ein bisschen zu spät eingebremst, ich weiß. Meine Wenigkeit hat natürlich hier wieder den Kaffee am Start. Vorne geht es jetzt rauf auf eine Fähre, die bringt uns dann rüber nach Schweden. Na, ja, da geht's schon. Bam, bam, nach Trelleborg würde ich sagen, fahren wir. Ne? Eine Vierdauer von 5 Stunden 35, ne, dann haben wir nicht mehr lang zum Fahren. Das war jetzt ziemlich laut. Und dann haben wir jetzt nicht mehr so eine lange Fahrtstrecke vor uns. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich überhaupt sonntags in Schweden fahren dürfte. Ja, 1 Stunde 7 Minuten haben wir noch Fahrzeit hier. Ups. Jo. I know it.
du lässt mich da rein, dankeschön. Typischerweise Autobahn, 80 km/h in Europa auf der Autobahn für einen LKW plus die Toleranzgrenze, sage ich mal, wo die Polizei das Auge zudrückt, ist normal. Also ich kenne hier in Österreich zumindest LKW-Fahrer, die fahren prinzipiell 90 auf der Autobahn. 80, außer in der Nacht, wenn es angeschrieben steht, 80 km/h zwischen 22 und 5 Uhr in der Früh. Oder die 60 auf der Wiener Südost-Tangente, die A23. Da kommt man sowieso nicht schneller voran. Nicht mal als PKW kommt man zeitweise dort schneller als die 60 voran, weil so viel los ist, meine Damen und Herren. Obwohl man als PKW-Fahrer dort 80 fahren dürfte. Aber vergesst das. Finde ich irgendwie schade, dass man das nicht im ETS hier nachbilden könnte oder nicht nachgebildet hat. Die Südost-Tangente, die berühmt-berüchtigte in Wien. Aber vielleicht wird es das ja mal. Die überarbeiten ja so, dass zur Zeit die ganzen Sammler. Die gesamten. Strecken, zumindest Autobahnen in Deutschland. Vielleicht kommt dann auch mal Österreich dran. Den Lenkradknopf möchte ich nicht mehr wirklich missen. Er ist voll laut. Wir sind ja gerade dort, wo Scania zu Hause ist. Wir sind in Schweden, im Skandinavierland und auch im Volvoland. Wir sind in Skandinavia und Volvoland, meine Damen und Herren.
ist man auch schon wieder runter. Helsingborg ist bereits mehr oder weniger in Sicht. Der Gerät geht gerade uns und auf der linken Seite. Wo muss dann unser Ziel sein? Und unser Ziel ist was? Freya! In Helsingborg. Freya. Die Firma Freya, zu der müssen wir hin. Zu der muss ich hin. Schaut nach der nächsten Kreuzung aus. Ah, DHL. Servus. Dulf. Dulm. 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 Vilja, da ist eine Ampel. Tagsüber können wir uns das gerne nochmal anschauen, den LKW dann. So, linke Seite, linke Hand ist die Firma Freya. Da gehören wir hin. Und hinten dürfen wir parken, hinten müssen wir ausladen. Ja, genau. Und ich fahre von der verkehrten Seite. Sehr schön. Na, dann drehen wir mal um. Oh, ich werde da mit einem externen Stapler ausgeladen. Anscheinend. Oh, gut, wenn das die Firma schon möchte. Wird wahrscheinlich auch darum gehen, da vielleicht die Rampen anderweitig benötigt werden.
da sieht man ein bisschen Insellage der Spedition, würde ich sagen. Die muss ich anders machen. Ein bisschen knapp am Container, würde ich jetzt behaupten. Doch hätte ich es gewusst, hätte ich mir da gleich anders war der gleich anders umgekommen. Ja, ihr habt es bestimmt schon gesehen gehabt, ne? Der Pfeil hat ja in die andere Richtung gezeigt. Und du musst ja anders anfahren. Ja, ist gut. Da vorne habe ich ein bisschen mehr Platz zum Wenden. Jetzt aber erstmal schön brav hier abstellen. Dann gehen wir mal hier kurz raus in die Außenansicht. Ja, wie gesagt, nur wenn ich jetzt wüsste, wie ich da auf dem Trailer auch noch das Just for Bundle Logistics draufkriegen würde, ne? Das wäre ganz gut. Muss ich mal schauen. Gibt es mit Sicherheit die Möglichkeit zum Repainten, so wie den LKW da. Ne? Was habe ich da repainted oder wie habe ich es repainted? Ne? Wow. Führerhäuschen alles rot, Grundfarbe rot. Und wenn ich Grundfarbe rot mache, heißt gleich, es wird komplett rot lackiert. Dann habe ich mir da vorne den Kühlergrill in so einem hellgrau, silber, chromartigen, also mit hellgrau sozusagen in Chrom gestaltet, ne? Habe ich einfach grau angemalt, den Kühlergrill. Und dann habe ich natürlich noch die Schriften eingefügt, zum Beispiel da oben die eine Schrift da, ne, Just for Fun Logistics, schön in der Mitte des Roof-Spoilers angebracht, die Schrift. Und diese Schrift hier halt, den ganzen Schriftzug da auf der Seite, ne, damit man das auch schon lesen kann. Und alles andere ist sowieso im Model des LKWs vorhanden. Da zeigt man das sowieso alles. Ne? So, da hinten haben wir die ganzen Kabelverbindungen. Und jetzt, meine Damen und Herren, ist es auf jeden Fall mal an der Zeit, hier die Auswertung zu erhalten. Eine ausgezeichnete. Dankeschön. Das freut mich aber naja. Ja, ich habe auch natürlich hier noch den Real Economy Modus. Das heißt, ich habe jetzt hier auch nur 3000 Euro eingefahren. Mein aktueller Kontostand bei 11.181 Euro. Und ja. Meine Damen und Herren, somit ist mein Gesicht wieder zu sehen. Das Spiel ist wieder klein hier im Eck eingeblendet und ich bedanke mich bei euch für heute fürs Zusehen. Das war Euro Truck Simulator 2 für heute am Mittwoch.
Im Offline-Modus. Wir haben dann fahren jetzt hier mit meinem zweiten Profil mit der Just for Fun Logistics, ne? Weil das funktioniert ja nicht online, ne? Und da werden wir eine Skandinavien-Tour machen, Schweden, Dänemark, Norwegen. Und im Online-Modus machen wir die Italy-Tour, die italienische Tour, die italienische Tour. Ich möchte nach Sizilien runterfahren. Aber nicht auf einmal. Ne? Schön langsam ein Streckenabschnitt nach dem anderen, meine Damen und Herren. Auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Samstag nicht vergessen. Um 7 Uhr. Alheim, Lauensbach, updated, meine Damen und Herren. Seid gespannt. Das ist dann Part 3 von 3. Der letzte Part. Wieso, weshalb, was, weswegen oder wieso ich nur 3 Parts habe auf der Linie 23? Schaut doch am Samstag nach, ich verrate nichts, ich spoilere nichts. Danke auf jeden Fall nochmals und tschüss, servus, bye bye und eine wunderschöne Woche. Ciao.